Oh Junge, dieser wunderbare Tag hier am Lagerfeuer scheint aber ganz schön zu sein. Oh mein Gott, es fängt einfach an zu regnen. Nein! Meine werten Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu Warblies Live. Lars, wo bist du? Oh mein Gott, da ist er einfach. Es ist der Superman. Jetzt lande ich ganz an. Es ist, du siehst halt echt aus wie so ein Marsmensch, der einfach von so einer anderen Welt kommt, gell? Mit dieser Nase auch. Wobblies Lars. Hallo, Wobblies Lars. Zu einer weiteren Folge von Wobblies Live. Wobblies Live. Meine werten Damen und Herren, das ist Wobblies Live, wie ihr es liebt und wie ihr es kennt. Und heute werden wir immer wieder was ganz Besonderes tun. Wir werden jetzt erstmal einen Job starten, weil ich möchte nämlich den Leuten etwas zeigen. Und dir auch, Lars. Komm mit. Oha, okay, dir wurde der Hut automatisch gerade angezogen, ich weiß, gell? Ich kenne den Typen ja auch persönlich. Aha. Ja, ich habe schon mal gearbeitet, deswegen. Ach so, okay, ist dein Homie, gell? Yeah. Okay, also, was wir jetzt machen werden, ist nicht normal arbeiten, sondern ich möchte dir etwas zeigen. Warte mal. Also, wir haben ja schon mal in der anderen Folge, in der wir hier gespielt hatten, haben wir ja tatsächlich schon mal hier das ganze Zeug ausprobiert und haben hier auch schon gearbeitet, bla bla bla, ne? Und diesmal ist nochmal was Neues dazugekommen. Und zwar hat mir nämlich ein Zuschauer geschrieben, ne, dass es in dieser Mine ein Secret gibt. Ah! Wir sind falsch, glaube ich. Ja, wir sind falsch abgewogen. Wir müssen was anderes nehmen. Dann schön, Ladies first. Ja, Mann, es ist voll schwierig, hier den richtigen Weg zu finden. Warte mal. Oh mein Gott, man kann sich hier so drin verlaufen. Ich glaube, ich hab's. Ja, oder? Ist es das? Okay, grab mal das hier auf. Okay, Sir. Und noch einmal. Ja, das ist es. Was? Guck mal, hier ist ein geheimer Tunnel hinter diesem Ding und hier befindet sich tatsächlich eine geheime Schatzkammer. Das Interessante, was wir jetzt hier gemeinsam angucken wollen, ist, dass sich links ein Zeichen von einem Tempel mit einem Wasserfall gezeigt wird und rechts ist dieser Tempel, der im Dschungelbereich von Wobblies Live ebenfalls da ist. Das heißt, Lars, wir müssen hier etwas Besonderes finden. Das kenne ich schon. Das habe ich schon mal gesehen. Sowas. Wir haben diesen Tempel ja schon mal gemacht, Leute. Falls ihr übrigens die alten Folgen Wobblies Live nicht gesehen habt, schaut die euch auf jeden Fall an. Wir verlinken euch das alles in der Videobeschreibung. Wir haben diese Tunnel schon mal gemacht. Lars, kannst du dich noch erinnern, als wir in den Tunneln drin waren, was wir da gebraucht, was wir da immer gemacht haben? Wir hatten immer diese Kugeln. Diese Kugeln waren. Und hier sind vor dieser Tür, die genauso aufgebaut ist wie die in den Tempeln, kann man hier diese Kugeln tatsächlich finden. Das heißt also, wir müssen tatsächlich, lass mal hier ein bisschen Geld mitnehmen für die ganze Geschichte. Lass mal hier ein paar Diamanten und sowas mitnehmen. Wenigstens ein bisschen, ne? Ja, ein bisschen was. Dann haben wir ein bisschen was mindestens verdient. Aber das Ganze wird nämlich so aussehen, dass wir ja jetzt alles dafür nutzen müssen, ne? Um hier dann weiterzukommen und diese Tür zu öffnen. Und das Ganze habe ich mir einen Ticken durchgelesen, weil ich nämlich verstehen wollte, wie das Ganze funktioniert und ob es tatsächlich so ist, wie ich mir gedacht habe. Und es funktioniert auch so. Oh mein Gott, ich habe mich verirrt, Lars. Lars, falscher Weg. Wir haben noch 30 Sekunden. Warte mal, lass mal irgendwo hingehen, wo wir noch was bekommen. Schnell, Lars, wir müssen ein bisschen was bekommen. Wo ist der Exit? Das war hier. Okay, okay. Wir schaffen es. Easy. Okay, also, das heißt also, es gilt, diese zwei Bälle zu finden, ne? Und das Interessante ist tatsächlich, es gibt einen Ball, der tatsächlich im Tempel vorkommt. Wir müssen nicht den ganzen Tempel machen. Was passiert eigentlich, wenn ich hier reinfalle? Weiß ich nicht, probier's mal aus. Oh, weil mir hat es einfach so einen Cut gegeben auf einmal. Pass auf, Lars, dann wird's jetzt interessant. Bist du noch da? Ja, ne? Nein, ich bin weg. Du bist weggegangen einfach, gell? Freiheit! Ich bin weg, ja! Freiheit! Okay. Ich glaube, das wird richtig crazy mit diesem Tempel. Das war das eine Mal schon richtig, richtig cool. Es ist cool, aber es ist zum Glück nicht so schwer, wie ich es mir gedacht habe, weil ich habe am Anfang gedacht, oh mein Gott, also hoffentlich müssen wir nicht den ganzen Tempel machen, weil der ganze Tempel, das wäre wirklich zu viel des Guten gewesen. Das dauert ja eine Stunde oder so. Aber die Tempel, die wir jetzt aufsuchen werden, die gehen dann natürlich ein bisschen schneller. Und das Coole wird sein, wir müssen ja auch diese Bälle transportieren, und zwar von einem Kontinent auf den anderen, ne, um das überhaupt hinzubekommen. Deswegen, Lars, ich habe mir das schon ein bisschen alles so vorgeplant. Und zwar, oben ist doch diese Tankstelle. Warte mal, die war doch hier oben irgendwo. Glaube ich gleich. Da vorne links. Warte mal, war die nicht hier, die Tankstelle? Das ist einfach nur so ein Gequietsche wieder, wenn wir singen. Wenn wir singen, dann ist es eine Katastrophe. Ah ja, da. Willst du Luftballon fliegen? Nee, Luftballon ist noch zu früh. Wir fliegen mit dem Speedboat. Früh, wir haben mitten in der Nacht. Warum ist es zu früh? Oh nein, jetzt muss ich mich wieder oben draufhängen, ne? Du schaffst es, Mann. Einfach oben draufhängen. Du hast es beim letzten Mal auch schon geschafft. Okay, ja. Und Abfahrt. Let's go, ich geb Boost. Oha, yo!
Das Dschungelding war da hinten, oder? Ich bin doch, ich denke schon. Sag meiner Mutter, dass ich sie liebe. Das habe ich schon so oft gesagt, Mann. Ich glaube, die kann es inzwischen nicht mehr hören. Nicht schon wieder der. Mann, ey. Hey, aber die haben den Strand größer gemacht, kann das sein? Könnte sein, dass die einen Ticken den Strand größer gemacht haben. An sich ist hier aber auf der Insel alles gleich geblieben nach dem Update. Ich fliege ja schon. Ich möchte nur kurz zeigen, der Raketenstart ist immer noch nicht passiert. Ich glaube, hier wird es irgendwann die Mondlandung geben. Alter, das ist so cool. Was mir auch aufgefallen ist, es gab doch auch dieses Riesentor auf dem Berg. Das Riesentor auf dem Berg? Wir machen erstmal das Schwierige von den beiden, gell? Das wird hier der große Tempel sein. Ich lande. Wuhu! Mal gucken, haben wir das... Roman, ich flieg out of map, Hilfe! Nein! Fliegst du wirklich out of map? Nö, ich bin da. Ich habe nämlich dadurch, dass ich jetzt mit dem Flugzeug dagegen geflogen bin, müssen wir nicht die Bomben nämlich holen, sondern ich bin jetzt einfach gegen die Tür geflogen und jetzt ist die Tür auch so schon kaputt gegangen. Tada! Ich habe übrigens einen Trick herausgefunden. Darf ich das kurz den Zuschauern zeigen? Ja, genau. Zeig mal den Trick. Für die Leute, die auch Wobblies live spielen, man kann nämlich unendlich mit dem Jetpack hochfliegen, indem man die ganze Zeit Leertaste drückt. Siehst du, ich fliege immer ganz bisschen hoch. Und dadurch regeneriert sich das, ne? Und dann mache ich wieder langsam. Ja, dann kannst ja. du wieder boosten und das geht die ganze Zeit so und weiter. So kannst du bis nach ganz oben so gehen, kannst du unendlich hochfliegen, ja. Woohoo, okay, komm. Lass uns den ersten Ball holen. Ciao, Roman. Nein! Lol, ich dachte, du hast es nicht geschafft. Also, wir müssen hier nicht, ich wiederhole nicht, Roman, ich nehme deine Hand, ich habe Angst. Okay, kein Problem, wir schaffen das. Ich hab dich an der Schulter. Ich weiß nicht, was ein Arm und ein Bein ist. Gib mir deine Schulter. Wir müssen jetzt irgendwie diesen Ball finden. Das Einzige, was wir uns noch merken müssen, ist hier nicht an diesen Dingern zu sterben. Okay, das ist wie eine Obby in Roblox einfach. Stell dir das vor. Whoop. Wow, Alter, du wurdest fast getroffen, Digga. Okay, dann hatten wir hier... Ah, das war das Spiegelkabinett. Ja, das ist aber, glaube ich, auch ganz easy. Da müssen wir hier... Ich lass nicht das machen, ne? Weil wenn ich jetzt hier irgendwas rumfummel, am Ende ist es dann kaputt oder explodiert und dann... Keine Sorge, ich kenne das tatsächlich schon ganz gut. Oh, Spinnennetz, nice. Ich muss hier nur ein bisschen dran vorbeischießen. Dann haben wir da so einen kleinen Trick gleich. Ich mache derzeit einfach die Vasen kaputt. Ja, genau, mach du mal die Vasen kaputt. Das kannst du ja am besten. Da sind noch ein paar Kisten, die mache ich auch noch kaputt. Wie kommen diese Sachen hier eigentlich unten rein, frage ich mich. Ich weiß es nicht. Lang auch kein Dings mehr gesehen, kein Geschenk. Ja, weil wir ja schon fast alle Geschenke gesammelt haben. Hast du schon vergessen? Nö. So, schaffe ich's? Ja, oder? So, einmal das Ding da. Und jetzt muss ich nur noch die Mitte da treffen, dann haben wir es. Es gibt nämlich einen kleinen Bug, dass wenn man nämlich jetzt von hier den Laser einfach da auf die Mitte schießt. Ja. Komm schon, schaffe ich's? Ah, nee, ich schaff's nicht ganz. Muss den Laser noch ein bisschen anpassen. Dann kriegen wir das hin und sparen uns eine Menge Zeit. So, jetzt muss ich nur diesen mittleren Stab da treffen. Dann habe ich's. Hä? Der ist aber ein Ticken schwieriger, als ich jetzt gerade gedacht habe. Ah, dann dahin. So. So. Jetzt nicht so weit. Ob du den auf der anderen Seite da treffen kannst. Ja. Da war's zurück. Alter, das ist so feinfühlig hier. So. Ja. Jetzt von hier aus können wir das, glaube ich, so drehen und bitte das Ding da in der Mitte treffen. Klappt's? Ja, es hat geklappt! Ja. So, jetzt Mama haben wir das Mittelding auf. Alter, ist es stressig. Okay, ja. Das war, glaube ich, so das Allerschwierigste, was wir eigentlich zu machen hatten. Guck mal, hier sind überall so Pizza-Hieroglyphen einfach. Hier sind auch gar keine Fackeln mehr, kann es sein? Doch, es gibt noch Fackeln hier unten. Guck mal, es sind halt so Stehfackeln sind das. Stehfackeln! Okay, also, wir müssen hier lang laufen. Falls ihr wissen wollt, wie das hier funktioniert, schaut euch auf jeden Fall die Tempelfolge an, die unten in der Videobeschreibung verlinkt ist. Da erklären wir euch, wie man diese Lösung hier richtig macht. So, und dann ist man hier drüber. Oh so. Mein Gott. Hast du es geschafft? Eigentlich hättest du auch rüberfliegen können, oder nicht? Nee, mein Jetpack ist putt. Ah, das funktioniert hier nicht? Nee. Aha. Hier ist die erste Kugel, ne? Genau. Das ist nämlich die erste Kugel, die wir brauchen. Normalerweise braucht man diese Kugel für etwas anderes. Und zwar, um hier allgemein wieder weiterzukommen im Tempel. Da wir den Tempel aber nicht fertig... Aber die Kugel ist jetzt eine andere Farbe. Genau. Die Kugel war nämlich normalerweise immer gelb. Also so gelblich. Und diesmal ist sie blau geworden, komischerweise. Okay. Dreh ein bisschen hoch. Ja, genau. Dann gibst du mir wieder rüber. Er läuft nicht. Lauf. Oh, ups. Ja. Komm. Und. Ja, da, warte, zurück, ich hab sie. Perfekt. Ja, okay, perfekt. Ah. Ein Stückle zurück. Genau, hier hast du sie. Oh, pass auf. Wir dürfen die nicht verlieren. Geh nochmal runter. Yeah. Mit deiner Seite. Noch ein bisschen. Noch ein Stück. So. Yeah. Okay. Und dann. Denk dran, du kontrollierst gerade zwei: den oberen und den unteren.
So, dann habe ich das. Jetzt musst du den unteren wieder bewegen. Warte, und ich schieb dir den unteren dann so zu. Oh, Leute, ich bin aus dem Ding einfach weggelaufen. So, okay. Und jetzt musst du es nur noch so schieben, dass es da durchläuft. Genau, warte, weiter noch ein Ticken. Geht das so? Ja, ein bisschen. Bitte schieb's hoch. Oh nein. Oh nein. Oh Mann, ich dachte, das geht da runter. So. Und jetzt das Ding so hier rüber werfen. Ta-ta-ta-ta. Und jetzt vorsichtig ins Ziel. Ta-ta-ta-ta. Da ist die Kugel. Lars, das hast du klasse gemacht. Danke. So, normalerweise müssten wir jetzt hier in diesem Tempel, falls ihr das hier noch nicht gesehen habt, da ist eine Schatztruhe. Guck mal. Ich auf jeden Fall. Oh mein Gott. Was das ist? Ist neu. Echt? Du laberst. Space Cowboy. Aber wir können uns umziehen, tatsächlich. Yeah. Ich bin der coole Minenarbeiter. Nee, Nase. Ich glaube, ich ziehe mir mal trotzdem den Helm des Wahnsinns auf, weil dann habe ich nämlich immer viel Licht. Okay. Ich passe auf die Kugel auf, als wäre es meine eigene. Normalerweise müssten wir die Kugel jetzt hier hinlegen, aber wir gehen mit der Kugel raus. Let's go. Raus hier aus der Butze. Aber wir brauchen, glaube ich, zwei, oder? Genau. So, das Ding sieht nämlich so aus. Es gibt zwei Kugeln zum Freischalten. Ne, von diesem Secret in der im Mining Job drin. Das heißt, was passiert, also, wenn ich jetzt hier runterfalle? Das ist schon richtig kompliziert, dass wir einfach diese Kugeln einfach so sammeln müssen. Das ist voll abgefahren, Mann. Man muss hier wirklich durch den halben Kontinent reisen. Wollen wir nicht probieren, das so buggy zu machen? Vielleicht können wir die Kugel da... Ah, ich habe die weggeschlagen. Roman, lass mich nicht alleine mit der Kugel. Bitte, Lars, du musst sie nur halten. Du musst sie nur... Lars, es tut mir leid, aber ich muss dir diese Kugel leider wegnehmen, weil ich Angst davor habe, dass du sie verlierst. Und dann müssen wir wieder alles von vorne machen. Die zweite Kugel ist um einiges schneller zu bekommen. Also das hier ist die schwierige Kugel gewesen. Ach so. Danach müssen wir eigentlich nichts anderes tun, außer nur noch zurück in den Mining-Job zu kommen und diese Kugeln dahin zu legen. Und, ich habe keine Angst. Nicht sterben. Oh, du bist gestorben. Alter, oh mein Gott, wo bin ich? Ich fahr schon mal hoch. Soll ich einfach hier im Tempel warten? Naja, also letztendlich musst du schon aus dem Tempel irgendwann raus, wenn du das Secret noch sehen ich möchtest. Jetzt hier zur Mumie. Ich kann so lange schon mal draußen vorbereiten, währenddessen du da drinnen noch chillst. Das ist die neueste Villa hier. Du musst dir aber dann gleich den Fahrstuhl rufen. So, das Ganze sieht jetzt so aus, dass wir jetzt die erste Kugel endlich gefunden haben. Und wir werden jetzt diesen... Hast du dich lustig über mich? Nein, ich habe mich noch nie über dich lustig gemacht. Wir müssen jetzt hier diesen Heißluftballon, Lars, ich nehme schon mal den Heißluftballon und fliege schon mal zum zweiten Platz hin. Sei mir da nicht böse, aber du wirst, glaube ich, schneller zu Fuß sein als ich mit dem Heißluftballon. Das Ding ist, mit dem Heißluftballon müssen wir jetzt gucken, dass wir da Richtung Wasserfall kommen. Galapagos-Schildkröteninsel. Galapagos-Schildkröteninsel, genau das meinten wir. Lars, du kannst mit dem Auto fahren und bist ein Ticken schneller als ich. So, ich muss jetzt kurz hier diesen Luftballon wieder ein bisschen landen lassen, ne? Weil jetzt müssen wir nämlich hinter den Teufelswasserfall, weil beim Teufelswasserfall ist ebenfalls nochmal eine Höhle. Die haben wir ebenfalls in der vorherigen Folge gefunden gehabt. Und das haben wir auch schon gelöst gehabt. Dort hat man doch das Teufelsoutfit bekommen. Kannst du dich noch erinnern, Lars? Da hat man so diese Teufelskette und so bekommen. Na klar! Na klar! So. Und diese Höhle muss man auch aufsuchen. Wie fliegen wir jetzt nochmal hier weg? Also ich bin schon, ich habe die Kugel dabei und ich habe einen Dings mitgenommen. Ich habe einen wie heißt es nochmal? Dieser Luftball, den man in der Luft hat. Wie heißt der nochmal? Ein Heißluftballon. Ein Heißluftballon, genau. Warte, bleib da, wo du bist. Guck mal, wer gleich angeflogen kommt. Fliegst du? Machst du wieder deine Taktik oder was? Ja, ich sehe so eine ganz kleine Flamme im Hintergrund. Die leuchtet immer so ein bisschen auf, so ganz klein. Du hättest eigentlich auch ein Auto nehmen können oder sowas. Ich bin viel schneller so. Echt jetzt? Ja, weil ich über alles drüber fliegen kann. Oh nein, bitte nicht ertrinken. Roman, bitte nicht ertrinken. Ich bin ertrunken, Mann! Okay, bitte schmeiß die Kugel nicht ins Wasser oder bitte zerstöre sie nicht oder mach bitte sonst nichts mit ihr. Das wäre sehr nett. Dann bleib ich einfach stehen und halt meinen Mund. Nein, du sollst nur nicht die Kugel anfassen, bitte. Okay, pass auf, wir müssen irgendwie jetzt zu diesem Dings kommen. Zu dem... Oh, nein. Nein! Nein! Alter! Ich habe so Angst, hier die ganze Zeit zu ertrinken. Ich hab einfach so einen Reisebus angefahren. Ein Reisebus aus dem Dings raus, gell? So, jetzt müssen wir hier in die hinter den Teufelswasserfall. Das wollte ich eigentlich gerade machen, aber ich bin gerade hier in diesem See einfach ertrunken, wie so ein Loser. Komm, Lars, wir schaffen das. Ich pass hier auf, dass die Kugel nicht despawnt. Nein, nein, die Kugel despawnt nicht, keine Angst. Komm sicher? Mit. Ja, 100%. 100%. Du denkst immer noch in Minecraft-Programmierung. Das ist hier nicht so. Ich bin hier reingefliegt. Komm mit.
So, diese Höhle hier ist bekannt als die Teufelshöhle. Als gut, die Achselhöhle. Die Achselhöhle, hier sind die Achseln begraben. Das sind einfach so Achseln, gell? Und hier findet sich die zweite Kugel. Es ist so dunkel, ich hab Angst, bleib bei mir. Bin doch bei dir. Du hast ja extra dein Mining-Outfit nicht angezogen, weil du ja die ganze Zeit fliegen möchtest. Oh ja, und ich kann hier wieder die. Ich mache hier wieder die Drecksarbeit. Jan, wie toll ich bin mit meinem Mining-Outfit, Roman. Guck mal, ich kann fliegen, siehst du das? Kannst du das hier? Kannst du das hier? Nein. Mach mal die Lampe aus. Wenn ich das ausmache, kann ich es nicht sehen, nein. So, hier ist das erste Rätsel. Das war das. Ja. Das ja, ist aber kurz, easy, kurz, das Rätsel. Nee. Da macht man eigentlich nichts außer dieses Ding hier kurz zur Seite zu schieben. Kannst auch das hier draufstellen, guck. Warte, so. Hey, ja! Und dann hier die zwei hier zur Seite. Hey, ja! Also die Tempel sind halt immer so mit Rätseln verbunden, ne? Eigentlich fand ich die immer ganz nice. Sind eigentlich ganz witzig gewesen. Warte, ich leuchte dir kurz hier ein bisschen. Ah, ja, stimmt. Hier gab es ja diese Fackeln immer. Inzwischen haben wir einfach diese Helme. Voll cool. Das letzte Mal, als wir hier waren, haben wir immer die Fackeln benutzt. Voll schön, dass man auch wieder zurückkommt an so einen Ort, wo man mal war, gell? So. Als wäre das so ein Urlaubsort, gell? Ja, Mann, das war... Das ist aber weißt du noch, wo wir im Tempel eingesperrt waren? Das war ein toller Urlaub. Das war unser Abenteuer, was wir zusammen gehabt hatten. So. Dann schieben wir das hier drauf. Jetzt geht da hinten die Tür auf. Und jetzt kommt nämlich der große Faktor. Und zwar die Kugel. Hier bekommen wir jetzt ebenfalls eine Kugel. Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, Lars. Oh nein, ja. Was war das? Aber keine Angst, Mann, ich mach das kurz. Ja, falls ihr nicht wisst, was Lars meint, hier ist so ein Kugelrätsel. Da muss man mit so... durch so ein Labyrinth diese Kugel hier bewegen. Ist die Kugel grün? Ja. Die Kugel ist grün. Oh mein Gott, ich wusste, dass die Kugel grün ist irgendwie eben. Ich habe gedacht, so, ob ja, ist die Kugel tatsächlich. Grün. Also ich bin mir nicht sicher, ob die beim ersten Mal immer noch grün und blau sind oder ob die erst grün und blau werden, wenn man den Tempel einmal geschafft hat, weißt du? Keine Ahnung, aber ich habe mir gedacht, so, oh bitte ist sie grün und sie war einfach grün. Kannst du mir kurz circa vorgeben, wo ich lang muss? Ich glaube, ich bin richtig hier. Yes, sir. Okay, warte, ich kann dich hier von oben beobachten. Zurück, zurück, rechts, rechts. Ich muss da in dieses Loch hier rein, oder? Hier, guck mal. Hier musst du hin. Wo muss ich hin? Siehst du nicht meine Drohne? Nee, Mann, ich kann deine Drohne hier... doch, oder? Das ist ein bisschen kompliziert. Aber warte mal, fahre ich gerade falsch? Ich glaube ja. Oder, warte? Nee, oder? Ist richtig. Nee, ist richtig, jetzt, oder? Jetzt da, genau, ein Stück zurück, 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 Stück... Es ist halt so schwierig, das ganze Ding immer zu balancieren. Runter! Fahr dahin! Das ist so schwierig, Mann! Hilfe, wir brauchen Hilfe, wir sind gefangen im Oh, jetzt rechts, 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 rechts. Rechts lang? Ja, dann die. Hier unten, ne? Doch, ist richtig, jetzt runter. Aber wir haben sie dafür bald. Sie ist schon direkt vor unseren Augen. Ich glaube, ich muss jetzt hier seitlich, oder? Du musst jetzt so und dann zurück. Ach, da, ich hab's. Da. Lass es richtig mein Navigationssystem. Bitte links abbiegen. Bitte links abbiegen. Bitte rechts abbiegen. Juhu! Okay, wir haben sie. Ich nehm sie. Da. Nimm sie, aber halt sie gut fest, bitte. Okay, komm mit. So, das heißt, wir haben jetzt eine Radio... Bitte. Aber die sieht voll cool aus, wie die leuchtet, Alter. Schau sie dir an. Du siehst aus wie so ein Imperator aus dem galaktischen Star Wars. Und soweit ich das verstanden habe, sind das jetzt die Kugeln. Mach Licht an. Sind das die Kugeln, die wir brauchen. Und diese Kugeln bringen wir jetzt zum Miner-Job und dann wieder da reinlaufen, die Kugeln mitnehmen und aufbauen und wieder den richtigen Platz finden. Das Gute ist, ich habe Jetpack. Das heißt, wir können sozusagen die Kugel über das Wasser fliegen, dass wir nicht ertrinken. Ja, genau. Du kannst rüberfliegen und ich versuche zu überleben. Man kann, glaube ich, auch außen rumlaufen, wenn man nicht faul ist. Aber du flieg du einfach faul. Mit der Kugel rüber. Bring die Kugel am besten in den Korb von diesem Dings und ich kann hier rüberspringen. Bitte nicht sterben, Roman. Einfach schaffen. Okay, nice. Alter, dieses Springen ist immer so shady hier in Wobbly's Life. Die Kugel ist weg. Nein, ist sie nicht. Auf gar keinen Fall ist die weg. So, okay. Alles klar. Darf ich mitfliegen? Ja, lass zusammen fliegen. So, weil ich hänge mich hier außen dran. Ah, nee, geht gar nicht. Roman, nicht so schnell. Schnell? Oh Gott, tut mir leid, Lars. Ich hänge am Kabel. Lars, warte. Ich werde mal wieder alleine gelassen. Oh mein Gott, Lars, es tut mir leid, aber ich habe Angst, dass wenn ich stürze, dass ich die Kugeln verliere. Okay, warte, ich lande hier. Nein, du musst nicht stürzen, Du musst nur so tief runterkommen, dass ich da dran komme. Okay. Rettungsaktion. Kommst du? Ich bin am langsamen... Meine Leertaste funktioniert nicht mehr. Stimmt, du musst es ja eigentlich schaffen. Wo bist du? Ba, da unten bist du. Du bist aber nicht sehr hoch. Da. Das könnte echt wie ein Actionfilm sein. Jetzt bist du einfach an mir vorbeigeflogen. Tada! Ja, du bist drin! Nice. Okay. Profis. Jetzt müssen wir
Richtung Schneeberg fliegen und die Kugel mitnehmen. Ja, dort müssen wir jetzt ein Tic-Tac-Toe-Spiel machen, ein Rückwärtssalto und auf dem Trampolin. Wir müssen jetzt mit den Kugeln auf den Trampolin gehen und dort ein Rückwärtssalto und Warblies Live schaffen. Dadurch bekommst du ein Achievement, wo du dann teleportiert wirst. Mein Freund kann einfach Backflip. Backflip. Ah, okay. Ich glaube, es wird jetzt ein bisschen Zeit dauern, bis wir da ankommen. Okay, ich lass los. Ich glaube, jetzt sind wir im Sinkflug. Sinkflug! Ha? Singst du jetzt? Nein. Glaubst du, ich kann mit den Kugeln runterspringen? Also für schnelleres Runterkommen? Wenn ich die in der Hand einfach halte? Du weißt, wie die Physics hier sind. Die sind ein bisschen wobbelig. Ja, das stimmt schon. Ich werde es nicht riskieren. Oh, ich guck mal mir zu. Guck mir zu. Ich kann dich gar nicht sehen. Guck, ich mache jetzt so, wie lange kann er überleben? Dix Edition. Und ich tue jetzt ganz schnell festhalten, loslassen, okay? Okay, mach mal. Das kann man bei mir gar nicht sehen, das kommt bei mir gar nicht an. Wie lange kann er über... Guck mal, wie ich hier hänge. Mann, du hängst einfach wie so ein James-Bond-Charakter, der gerade sich so abseilt. Wow! Für seine Mission. Oh mein Gott, das sah voll brutal aus. Okay, ich komme jetzt auch mit den Kugeln runter. Yeah! Au. Lars, die blaue Kugel! Wo ist sie? Die ist nach da hinten gefallen. Oh mein Gott, Lars, die rollt richtig schnell. Nein, bitte nicht. Ich hab niemals gedacht. Lars, hast du die grüne? Die grüne Kugel ist so unter das Haus gerollt. Ich hab die blaue verloren. Lava. Nein, ich hab sie. Oh, sie rollt auch unter ein Haus. Ich hab sie. Oh mein, hast du die grüne? Nein. Wo ist die grüne? Du kommst da nicht dran. Du laberst. Lars, bitte sag mir nicht. Du kommst da nicht dran. Ich versuch's gerade. Die ist da irgendwie unter das Haus, wo du eben runtergefallen bist. Du bist schnell. Oh, aber das ist bei mir wirklich gerade fast passiert. Ja, komm mit. Ja, auch. Oh. Wo bist du? Alter, mein Herz tut richtig weh, Mann. Alter, das ist ja so schlimm, Mann. Ah, sie ist mir wieder... Alter, guck mal, wie schnell die... Nein! Oh mein Gott. Wo ist die? Sie ist ins Wasser gefallen. Laber. Ich schwör's dir, sie ist ins Wasser gefallen. Neue Kugel, neues Glück. Hat uns gerade mal nur weitere 15 Minuten gekostet. Und ich lande direkt vor der Perfekt. Dings. Ich werde jetzt etwas tun. Und zwar, ich starte den Job. Okay, du hältst die ganze Zeit nur die Kugel. Warte, ich muss die Kugel anders in die Hand nehmen, sonst verliere ich die gleich. Sekundo, okay. Uno, Moment, dos. Und dann okay, tun wir genau das, was wir tun werden. Okay, 3, 2, 1. Ich starte den Job. Keine Eile, okay? Der Job geht los. Wir nehmen beide unsere Kugeln mit. Ich habe die blaue Kugel in der Hand. Nicht stolpern. Und wenn wir drin... Okay, wir sind drin. Oh mein Gott, Lars, es wird so wild. Jetzt brauchen wir beide nur die Möglichkeit, dass wir da was aufsprengen. So. Warte mal, welche? Ja noch den Weg, ne? Ich bin mir nicht mehr ganz 100% sicher. Ich glaube, es war erste oder zweite war es. Ich glaube, es war die erste, soweit ich weiß. Leg mal hin. Aus der Bahn? Ja. Wir dürfen uns nicht wegsprengen, sonst werden wir diese Kugel nie wiederfinden. Okay. Labe. Doch, Mann, ich weiß nicht, wo die hinfliegt. Einmal ganz durchlaufen, Lars. Keine Eile. Und dann links, glaube ich. Nein, war falsch. Mal rechts gleich versuchen, am TNT. Rechts, genau dort, wo du langläufst. Ich glaube, das ist richtig. Ja, ja. Ist es das? Ja, doch, oder? Und da in die Ecke, glaube ich. Das war die Ecke hier, oder? Ist es die? Ja. Ich glaube schon. Das ist es. Lars, wir haben es. Oh, Jesus. Okay. Oh mein Gott, Lars! Spielt das eine Rolle der links oder rechts? Nee, Mann, ich denke nicht. Es ist der Moment. Oder? Warte mal. Da, meins muss rechts sein. So. Okay. Oh mein Gott, guck mal, es ist aufgeleuchtet. Und deins auch. Die Tür geht auf. Oh mein Gott. So, was haben wir hier? Das hier ist der Raum. Oh, das ist der Grabstein. Das ist der Grabstein für das Geisterhaustier. Kriege ich das jetzt auch? Ich denke schon, dass wir das... Oh mein Gott. Roman. Hä? Das Licht hat sich verändert. Oha. Digga, was passiert hier? Okay, chill mal. Ich glaube, wir müssen das verarbeiten. Komm mit. Kannst du das alleine nehmen? Ja, komm, ich nimm's. Jo, mein... ich hör so crazy Melodie. Ich kann auch meine... Ja, Mann, das ist voll gruselig auf einmal hier drin geworden. Was passiert hier? Oh. Was? Hier ist auf einmal alles grün und so. Oh mein Gott, ja. Alter, das ist... Der Geist spukt jetzt einfach hier drin. Hä, wie cool. Oh mein Gott, ich sehe nichts mehr. Wir müssen rausfinden. Ich glaube, irgendwo links war doch der Ausgang gleich.
Da lang, hier. Oh. Wir haben ihn, hier Mann. Ist alles so ein bisschen spooky jetzt, guck mal. Ja, hey, nur weil wir den Grabstein in der Hand haben. Okay, ich glaube, jetzt müssen wir ihn verarbeiten. Sicher? Ja, ich lege ihn drauf. Oder? Müssen wir ihn nicht verarbeiten? Ich denke schon. Ich weiß nicht, mach, wenn du denkst, dass es richtig ist. Oh, ich denke schon, oh oder? Gott. Oh mein Gott, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst. Oh mein Gott. Ja! What? Es sind Geister hinten rausgekommen! Wir haben es gemacht! Lol! Go unlock Ghost Pen! Ja! Oh mein Gott, wir haben es geschafft, Lars! Oh mein Gott, das war so ein Act, Alter! Oh mein Gott! Ich schmeiß mich jetzt auch da rein, dann werde ich auch zum Geist. Oder Training. Alter! Euro-Training, Euro-Training! Ich fass es nicht, das war so viel Arbeit, das zu machen, Mann! Soll ich mich kurz wir haben es geschafft. Ja, Mann, wach! Ja! Oh! Roman, wo bin ich? Wo bist du gelandet? Ich bin hier. Ach so. Alter, es gab gerade so ein richtiges so ein Geräusch. So. So, jetzt werden wir rausgeholt. Okay. Oh mein Gott, wir haben's. Oh, wir haben's geschafft. So, jetzt gucken wir nochmal beim Pad nach, wo das Pad dann ist. So, dann fahren wir kurz zum Pad Store. Spoiler, Bro. Danke, yo. Danke. Ich habe, glaube ich, noch nie so was Aufwendiges gemacht. In meinem gesamten Leben nicht. Oh, oh Gott. Mann. Ich fahre dagegen. Die Bäume sind auch echt schlecht gestellt. Ja, Mann, die Bäume sind katastrophal. Jetzt drüber, drüber. Lenk die Oma ab. Oh, oh. Alter, fast, fast. Das wäre so krass. So. Mit dem Monster Truck geparkt. Holen wir uns den Ghost Pad. Freaking unser erstes Duties. Pad. Weil wir nämlich kein Geld haben. So. Dr. Auge können wir uns immer noch nicht leisten. Dr. Auge. Aber den Ghost Pad zuerst. Okay. Holen wir. Alter, Lars, der kostet $1,200. Cool. Und damit, Leute, wir sehen uns auf jeden Fall. Man kann sich einfach den Geist nur holen mit $1,200. Wir haben uns schon so viel Mühe gegeben, jetzt können wir den nicht mal haben. Oh. Leute, wir haben kein Geld in diesem Spiel. Wir sind pleite. Ich hab 30 Geld, kann man damit irgendwas machen? Nein, man, gar nichts. Dieses Stück Erde, was hier kannst dir nicht mal einen Hut davon kaufen. Die junge Dr. Auge kostet einfach auch 1000. Okay, Leute, ich werde wahrscheinlich einen Livestream machen, wo ich ein bisschen Geld sammeln werde. Vielleicht wird Lars auch dazwischen schneien oder so. Wir gucken mal. Oh mein Gott, das ist witzig. Okay, und das war's jetzt erstmal für die XX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